Salve a tutti, die Woche ist rum, der Verfall liegt hinter uns. Wir haben 18.07 Uhr und es ist der 17. Dezember. Vor uns liegt die Weihnachtswoche, es sind nur 4 Tage. Das heißt, ich werde nächste Woche nur noch den Mittwochfilm machen und danach lasse ich euch in Ruhe für den Rest des Jahres. Ich fand die Woche insgesamt sehr entspannt, muss ich wirklich sagen. Ich hole es hier mal ein bisschen näher hin. Ich fand, es war ein insgesamt recht ruhiger Handel, auch wenn teilweise die Handelsamplituden hier ein bisschen größer waren. Oder auch heute hier, die war auch nicht unbedingt klein. Ich fand es war ruhiger, es war kein hektischer Handel. Also ich war überrascht. Ich habe mir mehr davon versprochen. Man sieht es auch in den Bändern, die Bänder gehen weiter zusammen. Das heißt, ich rechne nach wie vor mit einer sinkenden Volatilität insgesamt. Das heißt, die Handelsamplituden sollten ein bisschen geringer werden. Aber natürlich, wir haben jetzt auch Jahresende vor uns. Vielleicht wird dann nochmal das eine oder andere arrondiert. Das mag gut sein. Ich habe die Fibos diesmal anders gezogen. Und zwar nicht von dieser Bewegung hier, wo wir hier beim 61,8er lagen, sondern ich habe jetzt mal diese Bewegung hier genommen. Und da sind wir heute fast auf den Punkt, auf dem 50er aufgesetzt, bei 15.417. Fand ich gut. Ich meinte, bemerkt zu haben, im Chat habe ich es auch gesagt, also irgendwie, der hat Respekt vor dieser 15.380, das ist die blaue Linie hier. Und irgendwie, man konnte richtig merken, wie der langsamer wurde im Fallen. So empfand ich das. Da habe ich dann auch was gekauft und dann ging das ja dann sehr schnell mit wenigen kurzen Kerzen hoch dann auf die, wo waren wir denn da? Da waren wir auf der 15.569. Ja. Fand ich klasse. Ja. Fand ich gut. Das ist eine schöne Kerze und tatsächlich kann man fast behaupten, das ist ein Hammer. Mir ist der Abstand hier zu diesen Kursen hier hinten ein bisschen kurz, aber es hat die Figur eines Hammers. Gefällt mir eigentlich ganz gut. 10-Tage-Linie überbietet 20. Na gut, das ist in Ordnung. Ja, da, fein. Mache ich jetzt momentan nicht wieder drauf. Die für mich wichtigen Marken, also in Schlagdistanz, sind nach wie vor diese 15.380 und hier oben die 15.917. Technisch ziemlich neutral, sowohl im Trendfolger, egal auf welche Sichtweise, als auch in der Stochastik. Was mir ganz gut gefällt, jetzt muss ich einfach mal entgegen dem, was ich sonst mache am Wochenende, hier mal auf den 4-Stunden-Chart gehen. Schaue ich das mir hier an, wie tief der jetzt hier schon bereits ist. Das ist noch kein Kaufsignal. Aber ich behaupte, wenn wir bis am Montag, sagen wir mal bis 12 Uhr, diese 15.380 nicht unterboten haben, und momentan darf ich da nicht dran glauben, dann wird es hier unten drehen. Und dann haben wir nochmal das Potenzial hier hoch, irgendwo auf diesem Bereich, wenigstens mal 15.790. So sehe ich das. Zurück zum Tag. Also ich muss sagen, ich fand das sehr angenehm. Hat mich wirklich gefreut, dass der die 15.083 mal angeschnüffelt hat. Ja, mit 37 Punkten Abstand. Aber das war es auch. Der hat das jetzt hier voll ausgeschöpft und das 50er hier gesehen. Also ich bin für die nächsten 4 Tage nicht wirklich negativ. Kann ich nicht sagen. Da habe ich Scheine mitgebracht. Und zwar einmal ein 14.915er Call, da sind wir hier drunter. Der sollte aber meiner Meinung nach gestoppt werden. Wenn man den jetzt schon kauft, was man durchaus machen kann, sollte der hier drunter gestoppt werden, unter der 15.380. Also wenn wir da runter gehen, dann den Kauf auf jeden Fall erstmal zurückhalten und schauen, wie weit er sich hier unten reinbohrt. Das ist die GX2JQM. Von dem Put, und auf den schaue ich, wenn wir hier oben in diesem Bereich sind, 15.800, wenn wir da überhaupt hingehen, ist es die GX3X4A, das sind 16.108er. Da sind wir also hier außerhalb des oberen Bandes. Also dass wir da hochgehen, das sehe ich nicht, aber ich gebe dem, mit Blick auf die 4-Stunden-Kerzen, gebe ich dem durchaus das Potenzial, dass der hier nochmal da hochgehen kann. Bedingung ist, dass er bis 12 Uhr am Montag, spätestens 16 Uhr, nicht hier drunter ist. Das darf er eigentlich nicht sehen. Ich finde es soweit okay. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.